Philipp, das nächste Heimspiel steht an gegen die Young Violets am Samstag. Bevor wir auf das Spiel schauen, schauen wir mal gemeinsam zurück. Das war eine durchaus runde Auswärtsfahrt letztes Wochenende, oder? Absolut. Ich denke, wir haben die richtige Antwort auf den Frühjahrsauftakt geliefert. Das ist natürlich nicht gelungen in Horn. Die letzten zwei Spiele, vor allem jetzt in Vienna, haben wir uns von einer guten Seite gezeigt. Und ja, es war halt absolut in Ordnung und ich denke, wir sind bereit fürs Wochenende. Was für Schalter habt ihr da umgelegt im Vergleich zum Frühjahrsauftakt zu den letzten beiden Begegnungen? Was klappt jetzt besser? Was habt ihr verändert? Ja, ich denke vor allem Einstellung, Haltung, das waren Worte, die uns in den letzten zwei Wochen auch verfolgt haben. Wir wollten einfach auftreten als Team, als der GAK und ich glaube, uns ist das gut gelungen und ich denke, auf den können wir auch gut aufbauen. Jetzt kommt der Vorletzte der Tabelle zu uns. Als Fan nimmt man da schnell das Wort Pflichtsieg in den Mund. Als Spieler ist es wahrscheinlich eine Spur weniger einfach. Es kommt ein Amateur-Team auf uns zu. Wir wissen, unsere Statistik gegen Amateur-Teams, die waren nie so prickelnd, muss man ganz ehrlich sagen. Man weiß nie, was kommt. Sie haben einen großen Spielerpool von U18, Amateure und Kampfmannschaft. Gut ausgebildete Spieler und es wird wichtig sein, dass wir bereit sind, zu leiden. Und die werden natürlich, weil es bei der Austria viel geht, nicht auf der Seitsegen drücken wir noch gerade. Welche besonderen Herausforderungen gibt es oder welchen Fokus legt sie auf euer Spiel? Was muss wieder gut funktionieren? Ja, wie gesagt, die Worte Haltung und Einstellung müssen auf den Anfang an passen. Es kann nicht sein, dass wir uns auf die Lorbeeren jetzt ausruhen. Wir haben jetzt zwei Spiele gut gespielt, aber es ist wichtig, jetzt einmal auch kontinuierlich weiter Siege einzufeiern und auch selbstbewusst aufzutreten. Wir haben gut gespielt und das müssen wir am Wochenende auch wieder klar sagen. Daheim sind wir, muss man wirklich sagen, eine absolute Macht. Wir führen die Heimtabelle an in der Liga. Was macht es für euch besonders einfach möglicherweise oder besonders erfolgreich, um daheim zu spielen? Ja, unsere Fans sind natürlich ein unglaublicher Push. Ich meine, wir fahren durch ganz Österreich und sehen in der zweiten Liga, glaube ich, keine zweiten Fans, die so sind. Das gibt uns natürlich eine Motivation und ich denke, wenn man viele Spiele zu Hause gewinnt, dann merkt man es immer vor dem nächsten Spiel und man holt nochmal diese Energie herauf. Und es war natürlich auch wichtig, dass wir jetzt auswärts einmal voll gepunktet haben, nach langer Zeit. Und ja, ich kann es kaum erwarten, dass wir am Wochenende wieder daheim spielen. Alles Gute dafür. Dankeschön.